Südlich von Ägypten lag einst ein sagenumwobenes Goldland. Ein Reich, das die Pharaonen lange unterdrückten. Doch dann wendete sich das Blatt. Im 2. Jahrhundert vor Christus traten kriegerische Königinnen auf den Plan. Sie vernichteten den Feind und boten sogar Rom die Stirn. Die Kandaken hinterließen gewaltige Pyramiden, Tempel und Paläste und eine rätselhafte Sprache. Die Frauenpower in Afrika. Für Forscher längst kein Mythos mehr. Ägypten im Jahr 30 vor Christus. Kleopatra ist tot und das Land am Nil römische Provinz. Die Herren vom Tiber sind plötzlich die nördlichen Nachbarn des Goldlandes Kusch, von dem es heißt, es werde von einer mächtigen Königin regiert. Um seine Macht zu demonstrieren, rückt Rom im 30-Meilen-Land ein, der Pufferzone zwischen Ägypten und dem Schwarzafrikanischen Reich. Mitten im Niemandsland erhebt sich die Insel Philae mit einem bedeutenden Heiligtum, dem majestätischen Tempel der Isis. Die Weihestätte ließen Ägypter und Kuschiten gemeinsam errichten. Dort verehrten beide Völker die beliebte Universalgöttin in ihrer Rolle als große Mutter. Auf dem Hauptgebäude präsentiert sie sich mit ihrem Sohn, dem falkenköpfigen Horus, dem Beschützer der Pharaonen. Die himmlische Isis herrschte von ihrem Domizil Philae aus über das Gebiet zwischen den Grenzen, das beide Staaten abwechselnd verwalteten. Roms Missachtung der neutralen Zone kam einem Gebietsverlust gleich. Die Kuschiten konnten den Einmarsch der Fremden nicht dulden. In den Orten Syene, dem heutigen Assuan, in Philae und Elephantine brodelt es. Immer wieder greifen schwarzafrikanische Krieger die neuen Herren an, rauben sie aus und machen Gefangene. Der römische Feldherr Octavian antwortet mit einem Gegenschlag. Im Sommer 25 vor Christus schickt er seine Soldaten nach Äthiopia. So nennen die Besatzer damals das Land der Schwarzen. Der Tross soll ins Zentrum des Gegners ziehen. Unweit von Khartoum, im heutigen Sudan, lag die Hauptstadt von Kusch, Meroe. Hinter Assuan türmen sich im Nil Felsen zu unüberwindlichen Hindernissen. Die Katarakte, für Schiffe unpassierbar. Die Angreifer müssen daher auf dem Landweg vordringen. Der Befehl lautet Zerstörung der Residenz und Übernahme der Macht. Doch der Trip durch Hitze und Staub macht den Plan für die Männer zur unerwarteten Herausforderung. Die Kämpfer aus Kusch stehen bereit, die Römer gebührend zu empfangen. Der Marsch durch die glühende Wüste hat die Truppen zermürbt. Und nicht nur das, der Feldzug steht unter keinem guten Stern. Die Römer fürchten sich vor der legendären Kandake, der Königin der Äthiopen, eilt der Ruf voraus, mit dem Feind grausam zu verfahren. Sie selbst, so heißt es, führe ihr Heer an. Eine todbringende Hexe. Ob das kämpferische Weib tatsächlich an der Spitze ihrer Einheit die Attacke anführte, bleibt umstritten. Ebenso wenig lässt sich beweisen, wie das Scharmützel inmitten des Sandmeeres ausging. Der Tatenbericht von Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, behauptet, das Heer ist weit ins Landesinnere vorgedrungen und hat die Stadt Napata, das sakrale Zentrum Kuschs, dem Erdboden gleichgemacht. Den Worten nach also ein glanzvoller Sieg Roms über die Kandake. Das war einfach eine Propaganda und mehr nicht. Sie wollten was ihrem Publikum bieten, der große Augustus, was der alles so gemacht hat. In Wirklichkeit sind sie sicher nur bis zum zweiten Katarakt gekommen. Wir haben eine Namensliste bei Plinius, Ortsnamensliste. Und da steht, werden nur Orte erwähnt zwischen Aswan und dem zweiten Katarakt. Das heißt, die römische Armee erreichte schon gar nicht die Hauptstadt Meroe zwischen dem 5. und 6. Katarakt.
Nur so lässt sich der milde Friedensvertrag erklären, den die Kontrahenten um 20 vor Christus schließen. Octavian zieht sich aus der 30-Meilen-Zone zurück und setzt die Grenzen zugunsten von Kusch neu fest. Was bedeutet denn das? Erstens, dass die Römer gar nicht so erfolgreich waren, wie sie behauptet haben. Und zweitens, dass Kusch viel mächtiger war, als man das aus den Quellen kennt. Das Afrikanische Reich behauptet sich als eines von wenigen Ländern gegen die Eroberung durch die Weltmacht Rom. Für die streitbare Kandake ein spektakulärer Erfolg. Kein Wunder, dass der römische Historiker Strabon dem mannhaften Weib, das auf einem Auge blind war, ein Denkmal setzte. Zeitgenössische Quellen rühmen ihre Residenz Meroe als märchenhaften Ort, in dem die Götter ein- und ausgehen. Im Hauptheiligtum verehrten die Menschen den Schöpfergott Amun, das Erbe Ägyptens an die schwarzen Pharaonen, die einst über das Land am Nil herrschten. Seither gilt der widerköpfige Amun auch als himmlischer Vater der Regenten von Kusch. Deshalb liegt sein Tempel unweit des prächtigen Palastes der Kandake. Die geheimnisumwitterte Monarchin, in der damals bekannten Welt ein Mythos mit Strahlkraft. Selbst die Bibel erzählt von einer Königin Kandake aus dem Mohrenland. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr Schatzmeister habe den christlichen Glauben angenommen und sich taufen lassen. Auch der Alexander-Roman aus dem 2. Jahrhundert nach Christus rühmt die Frau von stolzer Schönheit und übermenschlicher Größe. Den Welteroberer Alexander den Großen zwang sie zum Rückzug, wie der Text schildert. Beeindruckt von ihrem Auftritt schloss der Makedone umgehend Frieden mit der Herrscherin, die ihm wie eine Muttergöttin erschien. Kein Zweifel, die Menschen der Antike dachten, im fernen Äthiopien regierten mutige Weibsbilder, die alle Kandake hießen. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass es sich bei Kandake nicht um einen Namen, sondern um einen Titel handelt, der in etwa entsprechend der Königsmutter, Königsschwester, zumindest prominente Person, weibliche Person aus dem königlichen Haushalt zu übersetzen ist. Seit Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus übernahmen auffallend viele Kandaken die Macht in Kusch. Zur selben Zeit, als in Ägypten die Ptolemäerinnen hohe Ämter ausübten. Vielleicht gab es sogar Kontakte zwischen den Dynastien. So soll sich die 18-jährige Kleopatra für eine Weile nach Meroe abgesetzt haben. Während des Thronstreits mit ihrem Bruder lebte sie jedenfalls nicht in ihrer Heimatstadt Alexandria. Die Kleopatra konnte auf einem Hof der Kandake ihre Zeit verbracht haben. Sie lernte dort auch, beziehungsweise konfrontierte sich mit dieser positiven Herrschaft, aktiven Herrschaft einer Frau, einer Herrscherin mit dem schon erwähnten Titel Kandake. Kleopatra, die fließend meroitisch sprach, sah in ihrer Gastgeberin womöglich ein Vorbild für das Selbstverständnis in ihrer späteren Königswürde. Immerhin erhob die Ptolemäerin, ebenso wie die Kandaken, die Göttin Isis zur persönlichen Schutzherrin. Nicht immer pflegten die Nachbarn gute Beziehungen zueinander. Um 1500 vor Christus kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Ägypten zerschlug das Südland, weil es zu mächtig geworden war. Die Söhne der Eliten nahmen die Eroberer mit. Sie sollten am Pharaonenhof erzogen werden und später die Ägyptisierung in Kusch vorantreiben. Die neue Kolonie beuteten die Herrscher vom Nil als Rohstoffquelle aus. Heiß begehrt, Elfenbein, Straußenfedern und exotische Felle. Ebenso Sklaven. Vor allem aber Gold, das Fleisch der Götter, das in den kuschitischen Minen gefördert wurde. Ägyptische Quellen belegen, Nubien, wie Kusch auch hieß, avancierte zum größten Goldlieferanten der Pharaonen. Allein ihr prunkvoller Totenkult erforderte Tonnen des glänzenden Metalls für die angemessene Reise der gottgleichen Herrscher ins Jenseits.
Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus änderten sich die Vorzeichen. Die Unterdrückten nutzten die politischen Wirren im Reich der Besatzer und rissen die Macht an sich. Etwa 80 Jahre lang bestimmten die schwarzen Pharaonen der 25. Dynastie die Geschicke beider Länder. Ob Architektur, Sprache oder Religion, in Kusch zieht der ägyptische Geist ein. Auch als das Südland die Vorherrschaft wieder verliert, halten sich die übernommenen Traditionen. Dennoch beginnt mit den Königinnen von Meroe eine neue Ära. Selbstbewusst stellen sie sich jedem Angreifer entgegen und verteidigen das Reich mit starker Hand. In der alten Stadt Naga, südlich der einstigen Regierungszentrale, forscht seit Jahrzehnten Dr. Carla Kröper nach Überresten aus der Epoche der Kandaken. Die Archäologin vom Ägyptischen Museum Berlin versucht, ein Heiligtum aus der Spätzeit zu rekonstruieren. Ein kompliziertes Puzzle, zu dem noch viele Teile fehlen. Um die Zeitenwende machte Naga als prominenter Kultort von sich reden. Den höchsten Göttern des Landes waren dort imposante Tempel geweiht. Für die Wissenschaftler ein einzigartiges Dokument, die Darstellung des Königspaares, das die Pylonen der größten Weihestätte schmückt. Kandake Amenitore präsentiert sich dort in gleicher Größe und Siegerpose wie König Natakamani. Noch steht nicht fest, ob er ihr Bruder, Gemahl oder Sohn war. Das Bildprogramm, ein Beleg dafür, dass Natakamani und Amenitore das Land als ebenbürtige Partner regierten. Eine selbstständige Frau mit eigenen Befugnissen. In Ägypten ist es überhaupt nicht bekannt. Da ist die Königin häufig sogar in verschiedenen Größen dargestellt, also wesentlich kleiner im Maßstab als der König. Und da ist absolut klar, dass die Königin eine zweitrangige Funktion hat. Im Sudan, denke ich mal, da es ein afrikanisches Land ist und auch die Traditionen afrikanisch sind, dass da man auf jeden Fall was anderes erwarten kann. Und hier in Naga ist es ja in dem Sinne auch belegt. Eine furchtlose Frau, die den Feind erschlägt. Und die einen Kampflöwen mit sich führt. Obwohl die Geschichte Ägyptens eine ähnliche Szene von Echnaton und Nofretete kennt, rätseln Experten, in welchem Verwandtschaftsverhältnis das Paar von Naga stand. Das können wir im Moment noch nicht mit Eindeutigkeit sagen. Das ist gerade für uns, die wir in Naga so viele neue Quellen auch zur Stellung der Herrscherin gefunden haben, eigentlich eine etwas geradezu peinliche Situation. Immer noch nicht sagen zu können, ist Amenitore die Gemahlin oder die Mutter des Natakamani? Reichsgott Amun jedenfalls beweist mit der Berührung ihres Ellbogens, dass sie eine Auserwählte ist. Dass sie jedoch das Innerste der Weihestätte betreten durfte, bleibt Spekulation. Der Vorstellung nach stand es allein Machthabern mit dem Titel Kore zu, Amun gegenüberzutreten. Die männlichen Herrscher nämlich verkörperten Horus, den himmlischen Sohn des obersten Schöpfers. Nur ihnen und den Priestern war es erlaubt, das Allerheiligste aufzusuchen. Der gottgleiche König musste täglich die rituellen Handlungen vollziehen, zum Erhalt der kosmischen Ordnung. Fraglich ist, welche Aufgaben die Kandake erfüllte. Schlussendlich, Kandake ist die Königin Mutter, die Herrscherin, die reale Macht ausübte, ihnen möglicherweise im Namen des Königs, der als Garant der Ordnung, der Maat, im Tempel, im Verborgenen lebt. Eine umstrittene Theorie. Einigkeit herrscht nur darüber, dass die herausragende Stellung der Frauen von Kusch afrikanischen Ursprungs ist. Eine Stele berichtet, wie ein kuschitischer König im Beisein von Mutter und Gattin Amun Gaben darbringt. Die Königin steht hinter ihrem Gemahl und zelebriert das Wasseropfer. Ein Ritual, das zumindest in Ägypten nur dem Pharao oblag. Auf der anderen Seite steht die Mutter hinter dem Regenten, die Kandake Pelcha. Die Inschrift nennt sie ehrfurchtsvoll
Herrscherin von Kusch. Eine Kandake namens Abale wohnte sogar der Krönung ihres Sohnes bei. Sie ist eine Gottesmutter, heißt es, die ihren Sohn auf dem Thron des himmlischen Vaters erblickt. Die Königin hat den Status wie bei uns die Jungfrau Maria. Denn sie wählte der Gott als Frau, als Mutter des neuen Königs. Sie glaubten also nicht, dass der amtierende Herrscher der Vater des Prinzen war, sondern der Gott selbst. Sie war also Gottes Mutter und Gottes Gemahlin zugleich. Und daher besaß sie in der Gesellschaft eine herausragende Stellung. Die Kandake legitimierte also den König und schützte ihn dank ihrer Rolle als göttliche Mutter Isis. Wie einflussreich die schwarzen Königinnen waren, zeigt das grandiose Pyramidenfeld, 4 Kilometer östlich von Meroe. Dort ließen sich über Generationen kuschitische Herrscherfamilien bestatten. Ein heiliger Ort, traten doch von dort aus die Gottkönige ihre Reise in die jenseitige Welt an. Ein Totenkult nach dem Vorbild der Pharaonen. Auf 2 langgestreckten Hügeln erheben sich die Überreste der Grabmäler von Königen, Königinnen und Königsmüttern. Vor 2 Jahrtausenden standen auf dem riesigen Areal fast so viele Pyramiden wie in ganz Ägypten. Die Forscher vermuten, dass die Bauwerke einst in leuchtenden Farben strahlten. Die größte Anlage ragte ursprünglich stolze 28 Meter in die Höhe. Königin Amenemhat gab die Ruhestätte in Auftrag. Die Reliefs am Eingang zeigen die Herrscherin in übermenschlicher Größe und furchteinflößenden Posen. Einmal führt sie niedergeworfene Feinde als Gefangene mit sich, die sie kaltblütig mit dem Speer durchbohrt. Das zweite Bild stellt sie zusätzlich als Bogenschütze dar, die Bewaffnung eines Pharao. Auffallend die langen, krallenartigen Fingernägel, die ägyptische Doppelfederkrone und die Widderhörner, das göttliche Zeichen des Amun. Der sudanesische Archäologe Dr. Khidr befasst sich mit der Datierung der Regierungszeiten kuschitischer Königsdynastien. Die Datierung der meisten Könige und Königinnen ist eine Schätzung. Die Datierung für Amenemhat grenzt ziemlich dicht an das Jahr des Friedensvertrages von Octavian. Wir glauben, es ist gut möglich, dass sie die Königin war, die den Vertrag schloss. Zwar hinterließ Amenemhat Inschriften, aber die Sprache der Kandaken ist noch nicht entschlüsselt. Die meroitische Sprache bringt eine Menge Probleme mit sich. Wir können fast nichts verstehen. Wir kennen zwar die Bedeutung einzelner Zeichen, aber nur sehr wenige Wörter dieser Sprache. Was wir in der Kartusche lesen können, ist wenigstens der Name Amenemhat. Lesen können die Experten auch, dass die Königin 2 Titel trug. Den der Kandake, der Königsmutter, und den Titel des Kore, der das heilige Amt des männlichen Herrschers bezeichnete. Bislang weiß niemand, ob die Frau als gekrönte Gottkönigin oder lediglich als Statthalterin des Throninhabers amtierte. Auf einer Stele aus Naga steht Amenemhat neben einer lokalen Göttin. Die Himmlische berührt sie am Ellbogen und haucht ihr den Atem ein. Sie sehen sich an. Nur der Herrscher oder eben die Herrscherin sind legitimiert, in einen Aug-zu-Aug-Kontakt, in einen Kontakt auf gemeinsamer Augenhöhe mit den Göttern einzutreten. Ein Beleg, dass Amenemhat zu den Unsterblichen gehörte. In der Wüste bei Wat Banaga kamen weitere Indizien ans Tageslicht, die für ihren königlichen Status sprechen. Den riesigen Gebäudekomplex interpretieren die Archäologen als Palast der Herrscherin, denn dort entdeckten sie ihre Namenskartusche. Das Bauwerk entstand womöglich in der Zeit, als die junge Kleopatra in Ägypten den Thron bestieg.
Vielleicht hielt sich auch die Ptolemäerin in der Residenz auf, wenn sie das Südland besuchte. Obwohl die Grabungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, lässt sich die Anlage schon weitgehend rekonstruieren. Ein prächtiges Gebäude mit zwei Geschossen, riesigen Säulen und farbigem Verputz. Es bot ausreichend Platz für den gesamten Hofstaat. Das Goldland Nubien war lange das Stiefkind der Wissenschaft, trotz der imposanten Zeugnisse aus der Vergangenheit. Erst der Franzose Frédéric Caillaux dokumentierte 1821 die Pyramiden von Meroe. Seine spektakulären Zeichnungen sorgten zwar für Erstaunen, gerieten aber bald schon in Vergessenheit. 13 Jahre später erregte der italienische Militärarzt Giuseppe Ferlini weltweites Aufsehen. Auf seiner Suche nach einem Grabschatz machte er in Meroe den Fund seines Lebens. Als er den Friedhof betrat, zog ihn der größte Bau, die letzte Ruhestätte von Königin Amanishaheto, magisch an. Um rasch ins Innere zu gelangen, ließ der Abenteurer das Monument von oben abtragen und beschädigte es dabei schwer. Als er schließlich das Grabmal betrat, sah er sich am Ziel seiner Träume. Im Sand steckte eine bronzene Schüssel mit Objekten aus purem Gold. Feinste Goldschmiedearbeiten, die Widderköpfe als Symbol der Gottheit Amun zierten, sowie aufwendig gearbeitete Schmuckstücke, wie sie nur selten gefunden werden. Einzigartig auch die Entdeckung von 62 goldenen Siegelringen, in die religiöse Szenen eingraviert sind. Die Darstellungen geben Aufschluss über den herrschaftlichen Status der Amanishaheto. Meiner Meinung nach ist dieser Schatzfund als Thronschatz der Königin Amanishaheto zu bezeichnen. Wurde in ihrem Grab, in ihrer Grabkammer gefunden und spiegelt die Legitimation ihrer Königsherrschaft wider. Ein Bildnis zeigt Gott Amun und die Königin, zwischen ihnen ein Kind mit der Uraeus-Schlange auf der Stirn. Diese Darstellung bedeutet, dass Amanishaheto als Nachfolgerin auf dem Königsthron göttlicher Abstammung ist. Also ihr Vater ist Amun, ist kein irdischer Vater, sondern ist der Reichsgott Amun. Das heißt, das Motiv zeigt die Herrscherin als gottgleiche Königin, berechtigt die Doppelfederkrone mit zwei aufgerichteten Kobras zu tragen. Ursprünglich war der Kopfputz das Privileg der Pharaonen. Wie in Ägypten erfolgte die Krönung der Regentin im zentralen Tempel des Reiches. Amanishaheto reiste also nach Napata zum heiligen Berg, dem Djebel Barkal. Dem Glauben nach wohnte Amun auf dem gewaltigen Fels, Tag und Nacht bewacht von einer zauberreichen Schlange. Die aufgerichtete Kobra, der königliche Uraeus, ist das Wahrzeichen des Djebel Barkal, den seit jeher auch die Herrscher vom Nil verehrten. An dem verwunschenen Platz arbeiten immer wieder internationale Grabungsteams. Der amerikanische Archäologe Timothy Kendall kennt die wechselvolle Geschichte des Ortes wie kaum ein anderer. Wir stehen hier in den Ruinen des Krönungstempels am Djebel Barkal. Obwohl nicht mehr viel da ist, können wir drei Bauabschnitte unterscheiden. Den ältesten errichteten die Ägypter in der 18. Dynastie. Die Steine sind ägyptisch. Die roten Steine bedeuten, der Tempel wurde in der 25. Dynastie wieder aufgebaut. Den jüngsten Tempel bauten Natakamani und Amanitore im 1. Jahrhundert nach Christus. Sie kamen also zur Krönung hierher, genauso wie die Pharaonen 1400 Jahre vor ihnen. Der jüngste Tempel ist genau hier, direkt vor dem königlichen Uraeus. Unterhalb der Felsnadel steht ein kleiner Tempel, tief in den Berg geschlagen. Errichtet wurde er für die Göttin Mut. Die Gemahlin des Amun erfüllte die Rolle der überirdischen Mutter. Das himmlische Paar erteilte an jenem Ort den Königen und Königinnen von Kusch seinen göttlichen Segen.
Die Anerkennung des Regenten in seinem Amt erfolgte erst mit der rituellen Wiedergeburt. Dafür musste der Thronfolger durch einen Gang schreiten, der den Geburtskanal der Göttin Mut symbolisierte. So gebot es die Tradition. Timothy Kendall geht davon aus, dass auch die große Königin Amanishaheto das Heiligtum aufsuchte. Wahrscheinlich am Neujahrstag, wenn die Natur erwachte. Nach dem ersten Teil der Prüfung trat sie vor Gottvater Amun, den der oberste Priester verkörperte. Mit dem Ellbogengestus erhielt die Auserwählte die höchste Weihe. Eine Schlüsselszene. Von da an besaß die Kandake die Pflicht, die kosmische Ordnung zu erhalten und jegliches Chaos vom Reich abzuwehren. Dann trank sie die Milch ihrer Mutter Mut, die ihr übermenschliche Kräfte verlieh. Die neugeborene Tochter Amuns durfte nun den Titel Kore, göttlicher Horus, tragen, als auserwählte Mittlerin zwischen Diesseits und Jenseits. Und sie besaß Ankh, das ewige Leben. Amanishaheto, eine mächtige Frau im Amt des Gottkönigs. Ein Wendepunkt in der Geschichte von Kusch, der Forschern Rätsel aufgibt. Vor allem, da weder sie noch andere Königinnen, die um die Zeitenwende regierten, auf dem nahen Friedhof von Napata begraben liegen. Über Jahrhunderte diente das Areal als königliche Nekropole. Dort ruhten ausschließlich männliche Herrscher und ihre Mütter, wie auch die berühmte Kalhata aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Nach ägyptischem Brauch illustrieren die Wandbilder ihrer Grabkammer die gefahrvolle Reise der Verstorbenen. Sie führt durch die Unterwelt in die ewigen Gefilde. Im 3. Jahrhundert vor Christus jedoch wurde der Friedhof von Napata plötzlich aufgegeben. Zur gleichen Zeit endete in Kusch eine grausame Sitte, der Königsmord. Bis dahin beschlossen die Priester, wann der König sterben musste. Zeigte er Schwächen, wie Krankheit oder Vergreisung, befragten sie das Orakel. Die frommen Männer wussten die vermeintlichen Zeichen des Himmels in ihrem Sinn zu deuten. Und sie kannten die Wirkung von Giftpflanzen. Hielten die mächtigen Gottesdiener die Zeit für gekommen, verkündeten sie das Todesurteil. Generationen von Herrschern unterwarfen sich der Willkür der Priester, die so unliebsame Staatsmänner aus dem Weg schafften. Wie der Grieche Diodor berichtet, ließen die Könige ihr Leben allein durch ihren Aberglauben betört. Well, most scholars Die meisten Forscher glauben nicht an den Wahrheitsgehalt dieser Überlieferung. Aber ich habe mit meinen Studien herausgefunden, dass es im Sudan eine lange Tradition gibt, Könige zu töten, bevor sie alt sind. Dahinter steckt der Gedanke, dass der ganze Staat zusammenbricht, wenn der König alt und schwach ist. König Ergamenes jedoch ließ sich von den Priestern keine Vorschriften machen. Er nahm das schicksalhafte Urteil nicht an und ignorierte den Orakelspruch. Der gebildete Monarch durchschaute das politische Ränkespiel und drehte den Spieß um. Ohne zu zögern schickte er seine Getreuen in den heiligen Tempelbezirk mit dem Auftrag, sämtliche Priester zu töten. Das außergewöhnliche Ereignis könnte der Grund dafür sein, dass der Herrscher den Friedhof von Napata aufgab und in Meroe für die Könige einen neuen Begräbnisplatz einrichtete. Zumindest gehört das älteste Grabmal dort dem machtbewussten Ergamenes. Mit seiner kühnen Tat läutete der Herrscher eine neue Ära ein. Die Verlegung von Napata nach Meroe kommt einer Machtbeschneidung der Amun-Priester gleich. In der Epoche von Napata, also vor dem Ereignis, war die Tradition sehr ägyptisch. Danach wurde sie sehr afrikanisch, das Gegenteil von ägyptisch. Das erklärt vielleicht, warum die Königinnen so rasch an Macht gewannen.
Spätestens seit Amanishaheto im 1. Jahrhundert vor Christus durften sich auch Kandaken mit der Doppelfederkrone schmücken und als weibliche Regenten den ehrwürdigen Titel Kore tragen. Der einheimische Löwengott Apedemak, den die Ägypter nicht kannten, gewann an Bedeutung. Seine Anhänger bauten ihm eigene Tempel. Als neuer Reichsgott führte er die Prozession der Unsterblichen an. Als Löwe mit drei Köpfen berührt er das Königspaar am Ellbogen. Die göttliche Geste des Auserwählens stand bis dahin nur Amun zu. Auch die Bildsprache ändert sich. Sie folgt schwarzafrikanischem Schönheitsideal. Die üppige Herrscherin hat lange, spitze Fingernägel, wie Raubtierkrallen. Der Beweis, dass sie als leibliche Tochter des Löwengottes Apedemak geboren wurde. In jener Epoche entsteht eine eigene Schrift aus Hieroglyphen und kursiven Zeichen. Für die Kuschiten ein entscheidender Schritt, um sich vom ägyptischen Einfluss zu befreien. Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus bestiegen mindestens 10 Kandaken den Horusthron. Die Ära der Frauenpower von Meroe. Diese Teilung Matriarchat, Patriarchat und ähnliche Formen gab es in der historischen Realität nicht. Man kann nur von einer Matrilinearität, die notabene in einigen afrikanischen Gesellschaften bis heute existiert, das heißt, die von Göttern ausgewählten irdischen Frauen gebären göttliche Kinder. Als erste Frau im Staat genoss die Kore höchstes Ansehen. Fraglich bleibt aber, ob sie allein regierte. In einer der Grabanlagen von Meroe entdeckten Forscher ein Objekt, über das die Fachwelt spricht. Es geht um die Stele einer Königin mit einem Mann, der hinter ihr steht. Die afrikanische Schönheit erscheint im Ornat der Regentin. Der männliche Begleiter, dem jegliche Königsattribute fehlen, fasst an ihre Krone. Eine mysteriöse Szene. Amanishaheto ist in ihrer Pyramide ähnlich dargestellt. Hinter ihr steht ebenfalls ein Mann, der ihre Krone berührt. Die Archäologen glauben, er ist ihr oberster Feldherr. Noch weiß niemand, was das Motiv bedeutet. Vielleicht musste die Königin durch einen Getreuen im Amt rechtmäßig anerkannt werden. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir bislang mangels Verständnis der Originalquellen noch gar keine endgültigen Antworten liefern können. Wir warten ungeduldig darauf, dass endlich die meroitischen Texte nicht nur gelesen, sondern auch übersetzt werden können. Den Schlüssel für die Entzifferung der meroitischen Sprache liefert eine Inschrift, die zweisprachig, nämlich in Meroitisch und Ägyptisch, verfasst ist. Der Text stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Er ermöglichte den Experten, wenigstens ein paar Worte zu verstehen. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, der Sprache der schwarzen Königinnen auf die Spur zu kommen. Dafür studieren sie im heutigen Sudan die unterschiedlichsten Dialekte, in der Hoffnung, den Code zu knacken. Mehr als 60 Dialekte haben sie bereits dokumentiert und mit meroitischen Wörtern verglichen. Ein Geduldsspiel, doch es gibt erste Erkenntnisse. There is no gender. Es gibt keine Geschlechtswörter in der meroitischen Grammatik. Das heißt, es gibt kein er oder sie, keinen Hinweis auf das Geschlecht. Wenn man Gott oder Göttin sagen möchte, sagt man Maka. Will man betonen, dass es sich um eine Frau handelt, kann man das Wort Frau ergänzen. Man ist aber nicht gezwungen, das zu tun. Ich halte das für einen wichtigen Beweis der damaligen Gleichberechtigung, denn sie kannten kein Geschlechtswort. Die Frauen von Meroe waren mehr als gleichberechtigt. Sie standen ganz oben in der Gesellschaft. Die nächste Besonderheit ist, dass die Verstorbenen auf Begräbnisstelen
immer zuerst als Söhne oder Töchter ihrer Mütter bezeichnet werden. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir aus Ägypten kennen. Die Frau als Urmutter des Reiches. Ein rein afrikanisches Modell, frei von ägyptischer Tradition. Den Untertanen in Meroe erschien es völlig natürlich, dass eine Königin auf dem Horusthron saß. Sie vollzog die Zeremonien im Tempel. So oblag es ihr auch, das uralte Ritual der heiligen Hochzeit auszuführen. In der Ruinenstadt Musawarat, unweit von Meroe, graben seit Jahrzehnten Archäologen der Humboldt-Universität Berlin. Sie können nachweisen, dass dort das legendäre Fruchtbarkeitsfest gefeiert wurde. Nach und nach legten die Ausgräber Rampen, Paläste und Heiligtümer frei. Ein riesiger Komplex, an dem 8 Generationen von Herrschern bauten. Der majestätische Elefant als Wahrzeichen der Stadt taucht überall an den öffentlichen Gebäuden auf, selbst in den Tempeln. Die Kuschiten verehrten das heilige Tier. Der Schriftsteller Hermann Fürst von Pückler-Muskau hielt die Anlage für das Lustschloss der Kandake, die er sich als ungemein schöne und lebenslustige Schwarzbraune vorstellte. Er stand 1837 in den Ruinen von Musawarat. Das Fundfeld gab sein lang gehütetes Geheimnis erst vor wenigen Jahren preis. Die Wissenschaftler stießen auf ein Raumensemble mit einer architektonischen Besonderheit. Einige der Kammern besaßen Fenster, durch die zwar Licht von außen fiel, doch niemand konnte hineinschauen. Der ideale Ort, so die Vermutung von Forschern, um dort die heilige Hochzeit abzuhalten. In den Boden eingelassene Tontöpfe mit Spuren von Holzkohle sollen beim Reinigungsritual als Dampfgefäß gedient haben. Ähnliche Töpfe werden heute noch bei einer speziellen Zeremonie verwendet. Mit Holzkohle und einem besonderen Duftholz. Es ist eine Art Duftbad. Ich denke, das zeigt, dass die rituellen Hochzeiten von damals im Zusammenhang stehen mit diesen Töpfen und diesen besonderen Räumen. Tatsächlich, in den Dörfern nehmen Bräute am Tag vor der Hochzeit noch heute ein Dampfbad aus wohlriechenden Kräutern. Das erotische Graffito an der Südwand des Raumes scheint die Theorie zu bestätigen. Nirgendwo sonst im Land kam Ähnliches zutage. Musawarat muss demnach ein wichtiges sakrales Zentrum gewesen sein. Die Durchführung der heiligen Hochzeit gehörte zu den höchsten Pflichten im Staat. Dem Glauben nach garantierte der Akt den ewigen Kreislauf der Natur. Wie auch immer wir Musawarat und die Funde von Musawarat interpretieren wollen, auf jeden Fall bildet das Königtum, das meroitische Königtum, eine Einheit von männlichem und weiblichem Konzept. Der König muss durch eine Frau, eine Königin, begleitet werden. Und genauso wie der König eine weibliche Ergänzung braucht, braucht auch die Königin eine männliche Ergänzung. Und nur in einer Einheit zwischen Mann und Frau kann dieses Reich auch ideologisch beherrscht werden. Trotzdem verehrte das Volk vor allem die himmlische Mutter, verkörpert durch die Göttin Isis mit dem Horuskind auf dem Arm. Aus einer Tafel mit dem lateinischen Neujahrsgruß »Für unsere Herrin, die Königin« schließen Archäologen, die Kuschiten glaubten, ihre Regentin sei die irdische Vertreterin der Reichsgöttin Isis. Einmal im Jahr versammelten sich ihre Anhänger in Meroe, wie römische Schriftsteller berichten, um die mächtige Gottheit zu feiern. Pilgerinnen aus Alexandria und sogar aus Rom sollen in Massen zum Fest geeilt sein. In dem berühmten Heiligtum der Isis waren nur Frauen zugelassen. Allein Gott Bes, dem Beschützer der Schwangeren, gewährten sie Zutritt. Die kultischen Handlungen zogen sich nach festen Regeln über viele Tage und Nächte hin.
Man kann sogar annehmen, dass die römischen Matronen Pilgerten nach Meroe, wie das erwähnte Juvenal, und wir kennen das aus einigen Inschriften, dass sogar die römischen Matronen eine kleine Flottille unterhielten im Roten Meer, die möglicherweise die Damen zum Isaeen-Mysterien brachten. Antike Quellen rühmen die Isiaka als ekstatische Fruchtbarkeitsfeier, auf der es hoch herging. Wein, Tanz, Orakelsprüche und Trance gehörten zum Programm der Veranstaltung. Vielleicht mischte sich auch Kleopatra unter die Gäste. Ganz bestimmt, wir wissen, die Kleopatra sogar, wie sie dem Antonius kennenlernte, nicht wahr, kleidete sie wie Isis. Nach ihrer Krönung in Ägypten ließ sich die Pharaonin sogar als neue Isis anbeten. Denkbar, dass sie ihre schwarzen Schwestern nachahmte. Unter der Ptolemäerin erreichte der Isis-Kult in Ägypten eine völlig neue Dimension. Wir blicken normalerweise mit europäischen Augen auf Ägypten und übersehen vieles, was an Altägypten afrikanisch ist. Vor knapp 200 Jahren begannen die ersten Ausgräber, die Geschichte der schwarzen Königinnen zu erforschen. Doch noch immer stehen ihre Nachfolger vor einem Berg ungelöster Fragen. Die Götterwelt von Kusch, eine Mischung aus ägyptischen und schwarzafrikanischen Himmelswesen, die das Volk in monumentalen Tempeln verehrte. Funde belegen, die Regenten pflegten Handelsbeziehungen weit über die Grenzen des Reiches hinaus. In Meroe herrschte internationales Flair. Grundlage der Gesellschaft bildete die Einheit von Mann und Frau als ideologisches Konzept eines gesunden Staates. Über Jahrhunderte hielten die Kandaken das Zepter fest in der Hand. Charismatische Powerfrauen, die sogar als Gottköniginnen Karriere machten. Als Verkörperung von Isis führten sie das Reich in die Unabhängigkeit, zu Wohlstand und kultureller Blüte. Eine goldene Epoche. Die Königinnen von Kusch, kluge und mutige Kriegerinnen aus Schwarzafrika, die selbst die Weltmacht Rom das Fürchten lehrten. Erreichte schon gar nicht die Hauptstadt Meroe zwischen dem 5. und 6. Katarakt. Nur so lässt sich der milde Friedensvertrag erklären, den die Kontrahenten um 20 vor Christus schließen. Octavian zieht sich aus der 30-Meilen-Zone zurück und setzt die Grenzen zugunsten von Kusch neu fest. Was bedeutet denn das? Erstens, dass die Römer gar nicht so erfolgreich waren, wie sie behauptet haben. Und zweitens, dass Kusch viel mächtiger war, als man das aus den Quellen kennt. Das Afrikanische Reich behauptet sich als eines von wenigen Ländern gegen die Eroberung durch die Weltmacht Rom. Für die streitbare Kandake ein spektakulärer Erfolg. Kein Wunder, dass der römische Historiker Strabon dem mannhaften Weib, das auf einem Auge blind war, ein Denkmal setzte. Zeitgenössische Quellen rühmen ihre Residenz Meroe als märchenhaften Ort, in dem die Götter ein- und ausgehen. Im Hauptheiligtum verehrten die Menschen den Schöpfergott Amun, das erdeutenden Heiligtum, dem majestätischen Tempel der Isis. Die Weihestätte ließen Ägypter und Kuschiten gemeinsam errichten. Dort verehrten beide Völker die beliebte Universalgöttin in ihrer Rolle als große Mutter. Auf dem Hauptgebäude präsentiert sie sich mit ihrem Sohn, dem falkenköpfigen Horus, dem Beschützer der Pharaonen.
Die himmlische Isis herrschte von ihrem Domizil Philae aus über das Gebiet zwischen den Grenzen, das beide Staaten abwechselnd verwalteten. Roms Missachtung der neutralen Zone kam einem Gebietsverlust gleich. Die Kuschiten konnten den Einmarsch der Fremden nicht dulden. In den Orten Syene, dem heutigen Assuan, in Philae und Elefantine brodelt es. Immer wieder greifen schwarzafrikanische Krieger die neuen Herren an, rauben sie aus und machen Gefangene. Der römische Feldherr Octavian antwortet mit einem Gegenschlag. Im Sommer 25 vor Christus schickt er seine. Südlich von Ägypten lag einst ein sagenumwobenes Goldland. Ein Reich, das die Pharaonen lange unterdrückten. Doch dann wendete sich das Blatt. Im 2. Jahrhundert vor Christus traten kriegerische Königinnen auf den Plan. Sie vernichteten den Feind und boten sogar Rom die Stirn. Die Kandaken hinterließen gewaltige Pyramiden, Tempel und Paläste und eine rätselhafte Sprache. Die Frauenpower in Afrika. Für Forscher längst kein Mythos mehr. Ägypten im Jahr 30 vor Christus. Kleopatra ist tot und das Land am Nil römische Provinz. Die Herren von Tiber sind plötzlich die nördlichen Nachbarn des Goldlandes Kusch, von dem es heißt, es werde von einer mächtigen Königin regiert. Um seine Macht zu demonstrieren, rückt Rom im 30-Meilen-Land ein, der Pufferzone zwischen Ägypten und dem Schwarzafrikanischen Reich. Mitten im Niemandsland erhebt sich die Insel Philae, mit einem Bedarm zu verfahren. Sie selbst, so heißt es, führe ihr Heer an, eine todbringende Hexe. Ob das kämpferische Weib tatsächlich an der Spitze ihrer Einheit die Attacke anführte, bleibt umstritten. Ebenso wenig lässt sich beweisen, wie das Scharmützel inmitten des Sandmeeres ausging. Der Tatenbericht von Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, behauptet, das Heer ist weit ins Landesinnere vorgedrungen und hat die Stadt Napata, das sakrale Zentrum Kuschs, dem Erdboden gleichgemacht. Den Worten nach also ein glanzvoller Sieg Roms über die Kandake. Es war einfach eine Propaganda und mehr nicht. Sie wollten was ihrem Publikum bieten. Der große Augustus, was der alles so gemacht hat. In Wirklichkeit sind sie sicher nur bis zum zweiten Katarakt gekommen. Wir haben eine Namensliste bei Plinius, Ortsnamensliste. Und da steht, werden nur Orte erwähnt zwischen Aswan und dem zweiten Katarakt. Das heißt, die römische Soldaten nach Äthiopia. So nennen die Besatzer damals das Land der Schwarzen. Der Tross soll ins Zentrum des Gegners ziehen. Unweit von Khartoum im heutigen Sudan lag die Hauptstadt von Kusch, Meroe. Hinter Assuan türmen sich im Nil Felsen zu unüberwindlichen Hindernissen. Die Katarakte, für Schiffe unpassierbar. Die Angreifer müssen daher auf dem Landweg vordringen. Der Befehl lautet Zerstörung der Residenz und Übernahme der Macht. Doch der Trip durch Hitze und Staub macht den Plan für die Männer zur unerwarteten Herausforderung. Die Kämpfer aus Kusch stehen bereit, die Römer gebührend zu empfangen. Der Marsch durch die glühende Wüste hat die Truppen zermürbt. Und nicht nur das, der Feldzug steht unter keinem guten Stern. Die Römer fürchten sich vor der legendären Kandake. Der Königin der Äthiopen eilt der Ruf voraus, mit dem Feind grausam.